Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Hier mit Chris Redfield unterwegs und wir sind nach wie vor in der Residenz, bzw. im Gartenhaus. Und wir müssen jetzt hier als nächsten Schritt, wir sind in der letzten Folge am Ende der Pflanze 42 begegnet und ihr habt gesehen, die war ganz schön monströs. Und genau, wir müssen uns jetzt als nächstes dieses V-Jolt zusammenmischen. Das ist eine Chemikalie, die die Wurzel der Pflanze vergiftet. Und damit wir die Pflanze bekämpfen können. Nur nicht da reinlaufen, Chris, nicht da reinlaufen. Und genau, damit machen wir jetzt weiter. Deswegen habe ich jetzt noch 4 Inventarplätze frei. Und da würde ich vorschlagen, jo. Gehen wir das mal an. Wir müssen nämlich jetzt hier zurück in die Galerie, wo wir auch beim letzten Mal die Insekten, also die Bienen, vernichtet haben. Genau. Und genau, nun durch unser schönes Insektenspray, ne? Und genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir das hier direkt. So, mischen wir uns mal V-Jolt zusammen. Wir brauchen nämlich dafür tatsächlich diese 4 Gläser. Leeren Gläser. Sie verstehen nichts von Medizin. Wie jetzt? Hä? Moment mal. Also das ist jetzt gerade sehr merkwürdig. Wir haben doch... Sie verstehen nichts von Medizin. Aber das... Hä? Das verstehe ich jetzt noch weniger. Sorry. Ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen... Oder müssen wir hier nochmal lesen? Akten. Laborexperiment in organischer Chemie. So. Die Ähnlichkeiten... Okay. UMB Nummer 20. V-Jolt, ja. Dunkelbraun. Deswegen verstehe... Ich verstehe es nicht. An der Wand steht geschrieben. Dunkelbraun. Nein, jetzt geht ja wieder... Du gehst immer raus, obwohl ich da die Wand angucken will. Mensch. Verstehe ich nicht. Wozu ist denn dieser Raum, wenn wir es hier nicht mal mischen können? Hä? Wie versteht nichts von Medizin? Rebecca, oder was? Och, Mann. Gibt's sie nicht. Muss das Rebecca machen vielleicht? Das ist jetzt die Idee. Wartet mal. Wir können Rebecca vielleicht rufen. Haben wir das Funkgerät noch? Ne, wir haben hier kein Funkgerät, ne? Verdammt, wie kriegen wir denn... Hä? Wie kriegen wir das denn jetzt hin hier? An der Wand steht geschrieben, ja. Sie haben keine Ahnung von Medizin. Steht das hier vielleicht schon... Ihre Flasche nicht mitzunehmen. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Können wir nicht irgendwie Rebecca oder so anfunken? Wartet mal. Auf die Karte nochmal gucken. Können wir nicht Rebecca irgendwie anfunken? Wartet mal. Wir gehen jetzt nochmal kurz komplett zurück. An den Anfang. Und, was ist gerade? Oder können wir das nicht machen? Und wir müssen die Pflanze 42 so bekämpfen. Das wäre gemein. Das wäre richtig gemein. Gehen wir nochmal kurz zurück, weil ich glaube, ich habe da einen Nachrichtensender irgendwo gesehen hier. Das wäre richtig gemein, wenn wir das nicht machen könnten mit der Wurzel. Das wäre, ja, heftig. Pflanze 42, auch nur mit einer Schrotflinte bekämpfen, also ich weiß ja nicht. So, nicht hier, sondern hier. War das nicht hier? Was war hier nochmal? Wir müssen doch irgendwie Rebecca anfunken können, damit sie das machen kann.
Was ist das? Ach, da hängt der Zombie rum. Ja, okay. Aber hier ist... Hier ist nichts, was uns helfen könnte. Hilft nichts. Wir müssen die Pflanze 42 so bekämpfen. Ja, super. Toll. Ja, shit. Dann können wir das mit dem VJ doch nicht machen. Gut, dann müssen wir uns aber anders vorbereiten. Definitiv. Seid ihr lustig? Seid ihr lustig? Okay, dann. Mit einer Schrotflinte Pflanze 42 bekämpfen. Das wird lustig. Okay, 18 und der Rest, den Rest machen wir mit zwei Heilungen voll. Ich meine, wir haben ja genug. So. Aber ich würde das schon gerne abspeichern eigentlich, ne? Hey, wobei, nee, komm. Lassen wir das. Kombinieren damit und los. Schade. Wir können das mit Pflanze 42 nicht machen. Oder ich gehe es doch abspeichern. Das ist mir zu unsicher. Wenn wir da doch unsere Munition verschwenden, dann, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir hier... Ob wir die Pflanze 42 jetzt so wirklich mit Waffengewalt bekämpfen müssen. So. Wo sind die Farbbinder? Da sind sie. Speichert das nochmal ab. Wie gesagt, nicht, dass wir da unsere Munition verschwenden. Wir haben schon ziemlich oft gespeichert. Aber, ja. Ist halt blind. Ja. Und gut. Dann tauschen wir das mal wieder aus durch eine Muni. So, dann probieren wir das. Dann bekämpfen wir die Pflanze 42 halt so. Wo ich mir das echt nicht vorstellen kann. Weil man da ja auch mit Jill, hat man da ja auch diese Brandgranaten gehabt, ne? Hat man jetzt hier zum Beispiel auch nicht. Aber gut, gucken wir halt einfach mal. So, und dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt, bei Resident Evil 1, wie es hier weitergeht, ganz normal. Und, ja, was heißt normal? Bei Resident Evil ist nichts normal. Aber gut, so, gehen wir hier rein. Hier vorne. So, Pflanze 42. I'm ready. Los geht's. Ja. Dann machen wir das mal. Sie nimmt auf jeden Fall Schaden und wir sind, glaube ich, vergiftet, oder? Nein, wir sind grün, hey. Oder was wartet mal? Wir haben doch hier so einen Treppenbereich. Alter Schwede. Wow! Okay, die macht ganz schön viel... Na, gelb. So viel Schaden macht die gar nicht. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das ist nichts, okay. Wir müssen wahrscheinlich oben hin, ne? Oben hin und dann so... draufballern, oder wie? Ich kann nichts machen. Haben wir verloren? Nein, okay. Okay. Kombinieren. Boah, ist das eklig. Alter Schwede, ist das widerlich. Schaut euch mal das Vieh an. Draufballern. Ich weiß ja nicht. Okay. Wir sind immer noch gelb. Es lebt immer noch. Okay, jetzt sind wir, glaube ich... Oh ja, wir müssen uns heilen. Ich kombiniere damit. Die ganze Schrotmuni ist weg. Wie funktioniert das? Oder sonst muss ich einfach nochmal laden gleich. Okay, oder? Haben wir sie? Ah... Okay, Extremgärtner. Errungenschaft freigeschaltet. Wow. Okay.
Okay. Wir haben es überlebt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay. Aber wir haben jetzt nur noch 11 Shotgun-Schuss. Puh, aber hey, wir haben's. Oh, was für ein Ding, ey. Pflanze 42, ey. Ja. Und guck mal, was da hinten liegt. Da liegt noch ein Schlüssel. Und ja, das ist ein Hausschlüssel. Für die Villa. Prüfen. So. Tada, es ist der Helmschlüssel. Das heißt, wir können wieder in die Villa. Und wir haben jetzt hier auch alles, ne? Hier kommt jetzt nichts mehr tatsächlich. Ich hatte jetzt gedacht, dass hier noch was kommt, aber nee. Was ist denn da draußen los? Die feiern auch, dass ich die Pflanze 42 besiegt habe, ne? Aber krass. Okay. Ach, jetzt kommt Rebecca. You scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Rebecca, das war ein bisschen zu spät. Ich hätte dich vorher gebrauchen können. Fürs V-Jolt, Mensch. Aber okay, sie ist zumindest wieder da und sie müsste eigentlich hier sein. Und mischt dann hier was zusammen, ne? Ja, genau. Rebecca. This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Oh ja, bitte. Vielen Dank. Yeah, would you? Danke, Rebecca. Rebecca hat ihre Wunden behandelt. Wunderbar. Thanks. Be strong, Rebecca. Ah, sie ist traurig, dass Richard von uns gegangen ist. Ja. Take care, Chris. Das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen. Eure Theorie war ja, dass Rebecca auf Chris steht. weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Rebecca war ja auch schon in Billy verliebt. In Resensivisierung. Und wir lassen sie jetzt einfach hier, oder was? Ernsthaft? Ja, komm. Dann, oh nein, ich will nicht zurück ins Herrenhaus. Weil ich genau weiß, was da kommt. Ich will da nicht hin. Das kann mir gestohlen bleiben. Oh. Okay. Wesker? Wesker. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Ja, teilt euch wieder auf. Das ist doch die beste Idee hier, ne? Ach, guck mal, er hat Bienen erschossen. Dies. Oh, und wir. Guck mal. Wir können die einfach kaputt trampeln. Das ist geil.
Dann trampelt die andere auch noch kaputt. Die Szene gab es tatsächlich im Original auch. Genau die gleiche. Bäh. Und wir fragen uns immer noch was. Jetzt komm, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ich frage mich ja immer noch, was Wesker da gerade tut. Ne? Das ist. Ich weiß auch nicht. Wesker halt. Gut, dann verlassen wir diese Gartenanlage. Wie sieht unser Inventar aus? Ja. So kann man eigentlich rumlaufen. Okay, wir müssen hier raus, Freunde. Die blauen Kräuter. Soll ich die mitnehmen? Nee, das ist jetzt tatsächlich das einzige Mal, glaube ich, dass ich Sachen hier liegen lassen werde. Die blauen Kräuter, ja. Aquaring. Da unten liegt auch noch ein... Da liegt noch ein grünes, ne? Nee, wisst ihr was, Freunde? Wir haben so viel Heilung. Gehen wir hier raus. Gehen wir hier einfach raus. Wir haben genug. Zwei Items habe ich liegen lassen. So. Hier könnte sein, dass wieder Hunde kommen. Aber ich höre mal noch nichts. Aber das muss ja nichts heißen, ne? Ja, tatsächlich. Noch nicht. Das muss noch... Ja, okay. Krista, Brad, can you hear me? Brad. Damn. Ja, Krista, dein Funkgerät ist immer noch kaputt. Oh Gott, da ist ein Loch. Da ist ein Loch, kommt da ein Hund raus? Ja. Dein Funkgerät ist immer noch kaputt, Brad, Chris. Der Brad kann dich immer noch nicht hören. Hier lag hier nicht ein... Nee, okay. Hier vorne lagen aber noch Kräuter, aber wie gesagt, wir sind halt voll. Ne, das ist es halt. Wir sind voll. Da ist aber was. Ein Hund. Okay. Ah! Okay, mach. Und renn weg. Und renn einfach weg. Da ist noch einer. Okay. Sauber gemacht, Chris. So, wunderbar. Ich wusste es, dass dir die Hunde kommen. Ja, liegt noch ein grünes. Aber hier kommen wir auch nochmal hin. Von daher, ja, alles gut. Was ist eigentlich da hinten? Schaut mal. Was ist eigentlich hier? Ah. Na, hier sind wir hergekommen, ne? Dann gehen wir erstmal wieder ins Haus zurück. wie gesagt. Wir müssen wieder ins Haus und haben da noch einige Türen zu erkunden. Hier ist aber nichts, ne? Nein. Ah, hier kommen die ekligen Schlangen runter. Okay. Aua! Vergiften die? Nein, okay. Sehr gut. Das ist jetzt wie bei Jill, dass die Schlangen hier runterkommen. Steigen wir in einen großen Pool ein, wie ihr gesagt habt. Und oh nein, ich will da nicht ins Haus, ey, aber wir müssen halt. Wir müssen halt, es bleibt nichts anderes übrig. Mann, oh. Weil ich habe so Schiss vor dem, was da kommt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier ist aber auch nichts. Okay, es ist gut, dass hier nichts ist. Ich meine, wir haben ja alles platt gemacht, ne, beim letzten Mal. Vor 4 Folgen oder so war das, ja. Gut, gehen wir zurück. Mhm. Und ich rüste schon mal meine Schrotflinte aus. Wenn es genauso ist, dann... Oh! Oh! Was liegt hier für Zeug rum? Schützen Sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das gegen Kugeln gefeit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert, damit Sie entkommen können. Wesker. Wow! Das ist sehr nützlich, dass du das repariert hast, lieber Wesker. Allerdings habe ich mich itemmäßig total voll. Ja. Das ist noch ein... Das ist eine Granate, oder? Blendgranate, ja. Gegen ein Biest in Ketten, was gegen Kugeln gefeit ist. Oha.
Das ist doch schon wieder höchst beunruhigend, ey. Dass der uns auch wieder so viele Heilsprays wieder gibt. Kann man das jetzt hier wieder rausnehmen? Das kann man wieder rausnehmen. Okay, interessant. Naja, gut. Aber, jetzt müsste theoretisch was passieren. Es passiert. Nein! Es passiert tatsächlich. Da ist ein ekliger Hunter. Geh bloß weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Jäger. Okay. Einmal drauf schießen. So. Ich wusste es. Hunter. Und der Kopf ist ab. Schau ich das mal an. Ja, Freunde. Und diese Hunter, die laufen jetzt überall hier rum. Tatsächlich. Ja. Da können wir immer noch nicht rein, ne? Das war der Spencers. Ja. Die laufen jetzt überall hier rum, im ganzen Haus. Und, spaßig. So, wir können ja hier draußen durch, ne? Geht schneller. War doch hier, ja. War hier, genau. Einfach hier durch. Ja, Freunde. Willkommen zu den Huntern. Wie im Original. Es wäre schön, wenn der Wesker die gemeint hätte, ne? Die Hunter. Ach, was mach ich denn? Was mach ich denn für... Was mach ich denn? Geh wieder zurück. Ich gehe zum Speicherraum und sammel die Heilsprays ein. Was soll das denn? Was soll das denn gerade? Ja, okay. Dann... Einfach hier durch. Falsche Tür, Mensch. Ich wollte zwar nach draußen über die Haupthalle. Über draußen in die Haupthalle rein, aber wir wollen ja erstmal hier. Er hat ja den Türgriff hier repariert. Das ist ja auch so nett. Und das heißt, wir können diese Tür jetzt ganz normal benutzen. Um zu unserem. Wartet mal. Es kann sein, dass hier ein Hunter drin ist. Ja. Hört ihr das? Seht ihr das da unten? Da bewegt sich was. Okay, lauf! Und schieß! Und schieß! Gottes Willen, ey. Ich hasse die Dinger. Aber, zwei Schuss und das Ding ist tot, ne? Aber wie gesagt, die rennen jetzt halt im ganzen Haus rum. Toll, ne? Naja, deswegen wollte ich nicht hier rein. Aber... Wir sind zumindest am Speicherraum angekommen. So. Sehr schön. Gut, das heißt, wir können ab... so viel ablegen können wir hier eigentlich nicht. So viel... Ja, doch, wartet mal. Erstmal können wir den Schlüssel ablegen. Ja, weil wir haben da hinten ja noch wieder jede Menge Heilung. Das ist wirklich unglaublich mit der Heilung hier. So. Und da der Wesker so nett war, ausnahmsweise mal, und uns hier die Tür aufgemacht hat, würde ich sagen, holen wir uns das noch eben schnell hier. So, die Hunter bleiben weg. So wird es soweit. Der Tür wurde repariert. Dankeschön. So, die Hunter bleiben weg, so wie es aussieht. Und das finde ich sehr gut, weil da kann man hier auch wieder sauber machen. Im Haus, ne? Damit wir nicht immer in Angst leben müssen, dass die Hunter hier rumrennen. So, gut. Dann können wir jetzt aber wirklich die Heilsprays abholen. Und dann nochmal im Safe-Raum ablegen. Und dann können wir... Das Ding da eigentlich auch wieder mitnehmen, ne? Weil das werden wir früher oder später wieder brauchen. In der Haupthalle, denke ich mal. Aber, nee, lassen wir das erstmal. So. Dankeschön für das Zeug, lieber Wesker. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. Also wirklich.
Und ich spiele es ja schon auf normal, ne? Das ist ja noch nicht mal der Schwierigkeitsgrad leicht. Das ist ja schon normal. Nur die Muni ist halt ein bisschen knapp. Aber das war schon im Original so. Zumindest von Anfang bis Mitte des Spiels. Am Ende war es ja auch wieder viel zu viel Granaten, die wir da übrig hatten, ne? Aber okay, dann würde ich vorschlagen, bringen wir das Zeug nochmal eben kurz hier rein. Und ich glaube, dann können wir oben auch schon anfangen mit neuen Türen, oder? So. Wie gut, dass wir jetzt hier einen Durchgang haben. So. Schnell ablegen, wir haben noch 5 Minuten. Schnell ablegen und dann können wir wenigstens noch ein, zwei Räume machen. So. Dann. Ablegen das Zeug. Mit dem Helmschlüssel austauschen und eigentlich, ja, ich denke mal, die Schuss werden wir verbrauchen. Deswegen, wir haben 2 rote Kräuter. Aber, ja, komm. Lass das so. gut. Ich denke mal, wenn wir nach da oben gehen, sind da 2 Hunter. Wie ich das in Erinnerung habe. Da oben müssen wir sogar weitermachen. Okay. Okay, dann ab nach oben mit uns. Da oben sind 2 Hunter. Ist das genauso? Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Wow. Okay, hier ist nur Gewitter. Okay, hier sind doch keine Hunter. Ach, wir sind auf der falschen... Nee. Nee. Wir sind richtig. Da vorne ist noch eine neue Tür. Die können wir uns angucken, denke ich mal. Aber wir haben jetzt den Schildschlüssel. Den Helmschlüssel. Schild, Helm, Rüstung und Schwert. Coole Motive. Ja, danke. So, wir kommen hier rein. Ich schieße. Egal was sie ist, ich schieße. Okay. Oh, ist das denn eine Statue? Ist das ein neuer Raum? Nee. Ach du Scheiße, was? Wow, okay. Okay, das ist wieder ein Rätselraum. Das geht zu. Ah ja. Okay. Ah, vielleicht müssen wir die Statue da reinschieben, ne? So, dann machen wir diesen Raum jetzt noch. Und, genau, gehen wir wieder rein, lieber Chris. Ich denke mal, dass wir die Statue dann da rein machen müssen. Reinschieben hier. Weil anders geht's nicht. So, schieb die da rein. Mal gucken, was damit passiert. Ob sie die zerquetschen oder... Oder ob da jetzt dann was offen bleibt. Und? Schieben weiter zu. Ah ja, okay. Und was passiert jetzt, wenn ich hier... Fährt das wieder zu? Nein, wir können hier rein. Okay. Aber das ist auch neu. Was ist das? Da ist ein Schalter. Ja. Nein. Um Gottes Willen. Wow. Okay. Ah, okay. Aber wir können hier durch dann. Nee, es fährt wieder zurück. Es fährt dann wieder zurück. Zeitspiel oder sowas, ne? Da ist aber eine Statue. Okay, dann schnell hier raus, Chris. Schnell hier raus einfach. Dann schnell durch die Mitte. Ah, Mann, jetzt die blöde Kamera. So. Und dann schnell hier. Oh mein Gott. Alter, was? Ach, die blöde Kamera. So. Hä? Wie funktioniert das?
Aha. Okay, und hä? Das verschiebt es aber nur, ne? Schalter drücken, ja, komm. Lauf einfach raus, Chris. So. Und dann schnell hier rein und die Statue weiterschieben, oder was? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Jetzt kommen die Wände wieder, ne? Die Wände. Okay. Wir können ja hier bleiben. Oder was? Ja, ja. Aha, okay. Nein, dann, zu weit wegschieben hier. Hä? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Aber ist okay. Die Folge ist eigentlich auch voll, aber das hier möchte ich gerne noch rausfinden, wie das funktioniert. So. Dann die Statue, dann... Ah! Die muss da drauf, oder was? Das schafft man aber nicht. Das schafft man aber nicht, um Gottes Willen. Nee. Okay, ich verstehe. Die Statue muss da hinten rein. Okay. Und schnell. Und schnell hier rein. Und die Statue weiterschieben. Ach, und diese blöde Kamera. Ja, das hat sie... Ach, das versaut's mir jetzt wieder. Diese scheiß Kamera, wirklich. Sorry, Leute, aber... da muss man ach, diese blöde Kamera. So. Da muss man scheinbar mit der Zeit irgendwas machen. Diese Kamera! Da kannst du weiterschieben. Du kannst weiterschieben. Okay. Es ist an der Wand. Das ist schon mal gut. Diese Kamera. So, jetzt aber. Drücken. So. Oha, das geht aber schnell hier. Okay. Ja, das war's schon wieder, ne? Wegen der blöden Kameraperspektive. Oh Gott. Mach schneller. Okay, nein. Schade. Das hat nicht gereicht. Diese blöde Kameraperspektive, ey. So. So, dann hier durch. Genau, hier rein. Hier runter. Und dann einmal dahin schieben, Mensch. So. So, und dann da rein. Schade. Oh nein, jetzt müssen wir aber auch raus hier. Was ist das für ein Rätsel? Echt interessant. Das Ding steht jetzt zumindest schon mal an der Wand, ne? Ich glaube, das muss man da... Das muss man tatsächlich da reinschieben, ja, aber... Möglichst schnell. Schalter drücken, ja, okay. Dann hier rein, genau. Wenn diese Kamera nicht wäre, ne? Und dann hier rein. Oder schafft man das nicht? Nee, das ist irgendwie anders. Okay. Lustig auf jeden Fall. Lustiges Minispiel hier. Das wäre wir zerquetscht. So, das geht auf jeden Fall immer wieder hier. Was ist denn da in der Mitte? Kann man da irgendwas machen? Nee, da kann man nichts machen. Okay, Chris, hör auf zu schieben. Da, das schiebt sich immer wieder in die Mitte rein, ne? Ein Bild einer Mutter mit Kind. Bei Näherung hin sieht sich die linke Seite wie ein Gesicht aus. Hier vielleicht irgendwie... Also irgendwas ist mit der Statue... Naja, Freunde, wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Okay, da wissen wir zumindest, dass das ein Rätselraum ist. Ja.
Und würde ich sagen, speichern wir das Ganze jetzt mal ab. Oder haben wir hier noch irgendwas? Bilder des abgebauten Hauses. Ja. Okay. Und ja, Freunde, würde ich sagen, gehen wir speichern. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, wie es da mit dem Rätsel weitergeht, das muss ich erstmal verstehen. Sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.